Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play der Herrn Ring, die Schlacht um Mittelerde 2 im Edain Mod. Und wir sind immer noch im selben Gefecht, das ist jetzt auch ein sehr, sehr langes Gefecht mittlerweile. Eieiei. Wir sehr stark ins Innenbedrängnis gekommen sind am Anfang. Das wisst ihr ja noch. Ah, die Helden sind auf jeden Fall mega nervig. Die kriegen wir zurzeit noch nicht ganz so stark weg. Oh, Stufe 5 Einheit. Komm schon. Wenn wir hier draußen stehen bleiben, dann verlieren wir halt einiges. So, wie sieht's hier oben aus? Haben wir hier oben auch noch mal ein bisschen was? Ja, wir haben auch noch ein bisschen was am Start. Okay, dann gucken wir mal, dass wir hier vielleicht noch ein End oder vielleicht noch einen zweiten End gleich noch produziert bekommen. Wollen wir mal schauen. Zack, zack. Ist das Baumbart wieder? Oh, 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 das ist schon wieder Baumbart. Kacke, ey. Er hat halt die ganze Zeit rendert irgendwelche Helden bei dem rum. Sind halt jetzt mittlerweile alle schon Level 10. Das Maximum halt, was geht. Und wir kriegen es nicht hin, genügend nachzuproduzieren, dass das hier irgendwie sich ausgehen kann. Ich glaube, da müssen wir uns erstmal wieder zurückziehen hier. Okay, wir werden das auf jeden Fall gleich so machen, dass wir uns jetzt erstmal hier, wir ziehen uns erstmal in die Festung zurück, denke ich. So, es werden langsam mehr, also ein End können wir auf jeden Fall noch berufen. Okay, wie sieht's jetzt hier aus? Hier haben wir eine Einheit. Würden wir ganz gerne die untere Festung erstmal nehmen wollen. Muss ich so sagen, wie es ist. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Schützen Loriens. Macht euch bereit. Loriens schickt seine. So, ziehen wir uns mal zurück. Komm. Hier zurück. So, wir haben jetzt drei Ends insgesamt. Okay. So, der NPC, der Held kommt hier auf jeden Fall schön mit. Das gefällt mir gut. So, weil der dort nämlich ganz gut Schaden bekommt. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Macht euch bereit, Elf. Lasst eure Bögen schützen, Lorien. So, okay, dann würde ich sagen, können wir schon mal mit unseren Ents auf jeden Fall mal in diese Richtung gehen. Dann können die hier schon mal angreifen, die Ents. So, warte mal, wir hatten hier Verbündete, werden langsam geheilt. Okay, dann müssen wir hier mal noch ein bisschen hier Schaden machen. So, wo sind jetzt hier meine Ents? Die sind hier am Start. So, dann holen wir uns jetzt erstmal das Ding jetzt hier. Zack.
So, zack. Zack. Und zack. Okay. So, dann gucken wir mal, dass wir hier nochmal ein bisschen was produziert bekommen. Hier 5 Einheiten. Hier oben 5 Einheiten. Oder 4 Einheiten. Okay. Macht euch bereit, Elben. Bleibt wachsam. Macht euch bereit, Elben. Bleibt wachsam. Fällt diese elenden Bestien. Okay, und ich würde sagen, wir hätten es sogar fast geschafft, dieses eine Dingens hier noch zu holen. Guck mal, wir können ja mal hier nochmal ein bisschen was schießen mit den Langbögen. Kriegen wir das sogar ganz gut hin? Na, okay. Mit den Langbögen hätte ich vielleicht sogar eher machen können schon. So, da hatten wir hier eine Truppenkammer und so weiter. Und darüber müssen wir so langsam aber sicher versuchen, die Gebiete uns zu holen. Das ist halt auch so eine Art Vorposten erstmal. So, der Endting hier, da brauchen wir auch noch den Spaß. Treibt diese abscheulichen Bestien zurück! Beeilt euch! Beeilt euch! So, die sollen jetzt hier erstmal das hier machen. Dann haben wir hier, na gut, eine einzige Einheit, das ist nicht so cool. Aber hier oben haben wir, glaube ich, mehr Einheiten. Ja, genau. So, dann können wir hier mal versuchen, hier wirklich mal eine Dauerproduktion mal hinzubekommen. Dass das hier wirklich mal dauerhaft produziert wird. Okay, das haben wir auch. Gönnt ihnen keine Pause. Bleibt wachsam, Elf. Okay, ein End hat er zerstört. Das ist natürlich arg ungünstig. Greift diese abscheulichen Bestien zurück. Werft sie in die Hölle zurück. Ist das wieder Baumbart? Ja, das ist wieder Baumbart. So, dann müssen wir mal versuchen, was haben wir hier noch? Naja, bauen wir gleich mal nochmal 2 Ents nach. Hier unten ist auch irgendwo irgendwas. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen! Bleibt wachsam, Elben! Der Feind kommt über uns! Lasst sie nicht durch! Okay. So, komm. So, was haben wir noch hier? Hier haben wir doch wieder was. So, hier oben haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen was stehen. Jo, das ist doch ganz fein. So, wenn wir jetzt hier diesen Endting vielleicht zerstört bekommen, das wäre ja vielleicht auch noch ganz wichtig, weil der Baumbart, der macht doch ganz viel Schaden auf jeden Fall. So, wir können jetzt hier aktuell leider noch nichts weiter machen. Zitadelle, die Einheit auch rekrutiert, sowie mit Aufwertungen versehen kann. Ein Vorposten. Ich sollte mal einen Vorposten bauen, glaube ich. So, und wenn man den dann hat, wäre man wirklich richtig stark, habe ich gehört. Keine Ahnung. Kann man mal sehen. So, und wir gewinnen so langsam die Oberhand über das Gefecht. Das ist schon mal sehr gut. Unten hier, oh, okay, hier unten hat er auf jeden Fall auch eine Festung hingesetzt. Hier oben ist auf jeden Fall auch wieder was am Start. Was haben wir hier? Weinkeller, halbverbündete Umgebung. Das ist okay. Dann hätten wir, was haben wir hier? Von Palastwachen der Zitadelle. Okay, das ist gut. Was haben wir hier noch? Wir haben hier auch noch 2 weitere. Truppenkammer. Ermöglicht direkt von Schwertkämpfer, Bogenschützen und Elchreitern. Okay. Okay, und ich würde sagen, wir werden das gleich mal so machen, dass wir die Einheiten mal wieder zusammenführen etwas. Wir haben jetzt ganz wenig Rohstoffe irgendwie.
Könnte natürlich auch daran liegen, dass halt viele Rohstoffgebäude wieder zerstört worden sind. Oder zumindest ein paar halt auf jeden Fall. Macht euch bereit, Elf. Wir müssen vorsichtig sein. Bleibt wachsam. Wie der Wind. Unsere Feinde kommen über uns. Hier. Seitet. Gönnt ihnen keine Pause. Rohstoffe. Treibt diese abscheulichen Bestien zurück. Ja. Ah, hier oben haben sie auch noch so ein Ending, okay. Alles klar. So, wir hatten hier auf jeden Fall, die waren noch nicht ausgestattet hier, also nicht komplett. Dann hier auch nochmal zwei Ends am Start. Und ich denke, wenn wir jetzt die Ends dann auf, wenn wir gleich die Ends noch haben, dann können wir da auf jeden Fall nochmal einen Angriff auch gleich wagen. Ja, okay. Warte mal, was? Bereit? Sie werden uns nicht sehen. Haltet nach dem Feind Ausschau. Okay. Gut, so, wo sind jetzt die Restends? Wo kommen die denn angewatschelt? Da kommt die angewatschelt. Okay. Das bedeutet, wir werden auf jeden Fall gleich mal versuchen, den Angriff hier auf die Festung auf jeden Fall zu wagen, würde ich sagen. Und das wird wahrscheinlich unsere nächste Sache werden. Ein paar Rohstoffe haben wir ja auf jeden Fall schon mal wieder. Ich würde sagen, dass wir in der Zwischenzeit nochmal auf, na gut, Nachproduktion hier läuft. Hier läuft das auch. Okay. Haben wir hier noch was stehen? Ja, minimal halt, ne? Okay, die Ents kommen jetzt auch gerade noch. Okay, und dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal so. So, dann schicken wir erstmal die Ents hier hin. Hier, diesen End hätte ich ganz gerne auf jeden Fall noch zerstört, muss ich sagen. Okay, so. So, und ehe wir da... Moment. So, ehe wir da jetzt Probleme bekommen mit Baumbart oder sowas in die Richtung, gehen wir lieber nochmal hier hoch und holen uns hier nochmal den Ending. Als Bauplatz, damit dieser Ending, ich sag ja, da ist nur ein Fichtenend diesmal in dem Moment, aber okay. So, dann gucken wir mal, dass wir hier unten, dass wir da mal nochmal die Festung angegriffen bekommen. So, zack. So, dann können wir jetzt hier vielleicht auch sagen, okay, gut. Wir müssen schon bei den Ends so ziemlich bleiben. Also wenn wir sonst doch mehr Verluste haben als irgendwie was anderes. Das muss ja am Ende dann halt auch nicht sein. So, es wird, denke ich, nicht die einzige Festung sein, die wir jetzt hier angreifen müssen. So, okay. So, die Festung ist auf jeden Fall schon mal erledigt. Das wäre schon mal gut. Dann sollen die sich hier mal noch um dieses eine Gebäude kümmern. Die kümmern sich um das Gebäude. Und ich würde sogar fast sagen, dass wir dieses Spiel auf jeden Fall gut gedreht haben bisher. Es ist zwar noch nicht aller Tage Abend, aber wir sind gut dabei. Okay. Wir haben den Frieden wiederhergestellt. Beeilt euch. Beeilt euch. Ach so, oh. Bleibt seine Bögen. Macht euch bereit. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Okay, so, jetzt haben wir auf jeden Fall eine weitere Festung wieder. Bereit?
So, okay, wir versammeln jetzt hier erstmal unsere Einheiten und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die letzte Folge in 2 Tagen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallihallo, Hallöle und ein herzliches Willkommen zurück bei einer weiteren Folge hier von Let's Play. Der Herr der Ringe, die Schattenmittel, 2 Meter einmal und wir sind immer noch am Herumfighten hier. Bauen hier gerade wieder ein bisschen was auf. Lalala, zack. So, okay. So, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was an Endings, glaube ich, auch verloren. Bauen wir hier am besten auch nochmal ein Ending auf. Dann haben wir hier unten, ja, unsere Nachproduktion an Einheiten erstmal. So, das heißt, wir haben hier oben auch nochmal eine Nachproduktion. Die können wir auch erstmal hier ganz getrost hier hinschicken. Und dann werden wir jetzt... ja, okay, Soldaten sind wir auf jeden Fall zu viele und, wir haben ein neues Gebäude. Wir müssen die Wälder schützen. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Macht euch bereit, Elben. Beeilt euch. So, die Einheiten werden gerade wieder aktualisiert, kann man das so nennen. Und hier wird auf jeden Fall noch der Endting gerade gebaut. Hier hat man auch soweit alles erstmal gebaut gehabt. Das ist soweit alles in Ordnung hier. Dann kommen jetzt hier die nächsten Einheiten. Also wir haben jetzt wirklich fast nur Bogenschützen eigentlich gebaut. Hier oben verlieren wir gerade ein paar Einheiten. Also wir haben jetzt auf jeden Fall mehr als genug Einheiten. Und ich würde sagen, wir werden jetzt zum Großangriff auf jeden Fall ansetzen. Okay, und go. So, dann können wir hier erstmal das Gebäude noch zusichern. Ich würde sagen, die haben jetzt eigentlich im Grunde genommen, haben die noch zwei, haben die jetzt noch eine Festung, das ist der eine Festungsplatz hier hinten. Und, oder sollten sie haben? Oder haben wir jetzt schon die richtige Festung von denen erledigt? Eigentlich nicht, oder? Weil es sieht hier nach einer Zwergenfestung aus, okay. Aber das kann es doch eigentlich nicht sein, oder? Okay, das ist hier eine... Hä? Hier ist keine Festung? Hä, was ist das denn? Ich habe gedacht, hier kommt noch eine Festung. Hä, was ist das denn? Lol. Ja. Na gut, das ist halt noch ein bisschen verbuggt. Aber okay. Ja gut, dann habe ich scheinbar den Gedanken... Hä, dann habe ich halt einfach in der letzten Folge die komplette Festung halt irgendwie übernommen. Okay, gut, kann man mal machen. Jetzt habe ich im Grunde genommen alle Festungen. Das Einzige, was er jetzt noch hat, ist der Vorposten. Und dann war es das auf jeden Fall auch schon für ihn. Okay. So, dann gehen wir nochmal ein bisschen vorwärts. Dann wird die Folge auf jeden Fall etwas kürzer werden diesmal. Kann man so auf jeden Fall schon so sagen. Okay, dann wollen wir mal das hier machen. Das hier machen, das hier machen. Gucken wir mal. Lalalala. Dann gehen wir mal weiter, machen wir mal den Move hier, den Move und dann sieht es doch relativ gut aus. Okay, zack, zack, zack. Okay. So. Jo, das war's dann eigentlich auch schon. Ja, was soll man dazu sagen? Das hätte ich halt überhaupt nicht gedacht, dass er so wenig hat, der NPC. Lols. Das hat mich echt... Ja gut, was können wir jetzt hier noch machen? Wir holen uns jetzt einfach mal alle Fähigkeiten, die wir so gesammelt haben. Ja. Okay. Krasse Sache. Das war auf jeden Fall mal sehr, sehr kurz. Das hätte ich halt so überhaupt nicht gedacht. Naja, okay, gewonnen. Wir schauen uns auf jeden Fall trotzdem noch ein bisschen die Statistik an und ob ich dann, keine Ahnung, vielleicht, ja, wobei, muss mal schauen. Ja, okay, gut. Gucken wir mal an. Der eine hatte eigentlich immer noch Rohstoffe ohne Ende. Man hatte das schon gemerkt gehabt, dass er Rohstoffe ohne Ende hat. 84.000 Rohstoffe. Am Ende dann sogar noch, ne. Ich hatte dann immer wieder ein bisschen aufgebaut, ne. Und, gut, er hatte auch nicht immer so die vielen Einheiten. Na gut, er hatte viele Helden, hat er auf jeden Fall. Und, ja, gut. Wir haben jetzt hier Mittel. Okay, Rohstoffe, Endstand und so weiter und so fort.
Okay, wir gehen nochmal auf mehr und ich denke, ich werde das auf jeden Fall zusammenschneiden etwas. Zählt ja am Ende nichts und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach mal in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.